Diese Woche haben wir mal ein kleines mathematisches Denkspiel für euch in Minecraft umgesetzt. Und zwar ist das Langton's End. Der eine oder andere wird schon mal gehört haben. Das ist eine Art Denkspiel vom Herrn Langton, das darstellt, dass eine einfache Regel nicht immer zu einem einfachen Ergebnis führen muss, könnte man vielleicht sagen. Und zwar ist es folgendermaßen: Diese Ameise hier, die durch den Slime repräsentiert wird, bewegt sich immer, wenn sie auf einem weißen Block ist, nach rechts oder dreht sich nach rechts um 90 Grad und bewegt sich eins vor. Oder wenn sie auf einem schwarzen Block ist, dreht sie sich nach links und bewegt sich einen Schritt vor. Und der Block, von dem sie weggeht, wechselt dann auch jedes Mal die Farbe. Mein Map, der macht da jetzt einfach mal, hätte ich gesagt, alle paar Sekunden einen Schritt, dann werdet ihr das sehen. Also, weißer Block, rechts drehen, vorwärts. Weißer Block, rechts drehen, vorwärts. Weißer Block, rechts drehen, vorwärts. Schwarzer Block, links drehen, vorwärts. Und so weiter. Oh, durchaus ist das. Alles klar. Und da sieht man schon, dadurch ergibt sich ein Muster. Und jetzt gerade in der Anfangszeit, wenn er es jetzt noch ein bisschen weitermacht, könnte man meinen, dass sich hier ein hübsches Muster ergibt, das vielleicht sogar symmetrisch ist. Und es ist in der Tat auch so, dass, glaube ich, die ersten 100 oder 200 Schritte, ihr seht hier rechts auch die Schritte eingeblendet, bilden sich hier symmetrische Muster. Und danach scheint das Ganze dann in Chaos überzugehen. Kannst jetzt mal auf schnell schalten, würde ich sagen. So, realisiert ist das Ganze durch eine 20-Hertz-Clock. Demnach haben wir hier so ungefähr 20 Schritte pro Sekunde. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in dem Bereich sind. Mit ein bisschen Fantasie, ja, sieht man hier eine Symmetrie. Aber die geht jetzt dann, glaube ich, so langsam kaputt. Und das Ganze wird immer chaotischer. Könnte man meinen. Und wenn wir das Ganze jetzt sehr viele Schritte laufen lassen, also wir sind jetzt gerade bei 700 Schritten, dann wird sich folgendes Bild ergeben. Und ihr seht, das Ganze sieht doch sehr chaotisch aus. Aber die Ameise bzw. der Slime arbeitet tapfer weiter. Und das Interessante ist jetzt, dass nach gut 10.000 Schritten das Ganze zufällig, also was heißt zufällig, natürlich jedes Mal in ein bestimmtes Muster verfällt und aus diesem nie wieder rausbrechen wird. Ich weiß nur nicht, wann genau es soweit ist, aber das werden wir dann ziemlich schnell sehen. Na? Nee? Auf jeden Fall, um das Ganze schon mal ein bisschen vorne wegzunehmen, ist es dann ein sogenannter Highway in der Sprache von Herrn Langton vielleicht. Und die Ameise wird sich dann dauerhaft in diagonaler Richtung, ich weiß nicht in welche, wegbewegen. Und das ist es jetzt, glaube ich, sogar schon. Ja. Mhm. Man sieht es schon, es ist jetzt immer die gleiche Bewegung, die Ameise macht. Ich glaube, es sind, ich habe es in Wikipedia nachgelesen, immer genau 106 Schritte, die einen so einen Bewegungsablauf darstellt. Und ich persönlich finde es echt faszinierend, dass nach 10.000 Schritten Chaos so eine Regelmäßigkeit hier rauskommen kann. Und das Ganze ist wirklich sehr einfach zu realisieren. Also ich denke, ihr glaubt es mir, das wird ewig so weitergehen. Das ist natürlich dadurch gegeben, dass sobald so ein Muster auftritt und das Ganze nicht mehr in ein anderes Muster reinlaufen kann, kann natürlich auch nichts anderes mehr passieren, weil sich ja die Bewegung nach dem Muster richtet und umgekehrt. Und realisiert habe ich das Ganze mit so einer kleinen Clock hier und relativ wenig Command-Blöcken. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. 12? Nee. 13. 13, wenn man die setzenden Command-Blöcke weglässt. Und ich mache hier einfach nichts anderes als mit, ich weiß gar nicht, welche, die hier werden zuerst ausgeführt. Zum einen checke ich hier, welche Farbe die Wolle hat, quasi mit Detect, minus 1 in der Höhe,
Also immer der Wollblock unter dem Slime. Das heißt, wenn der Wollblock 0 ist, weiß hat, würde das nächste Mal schwarz. Das merke ich mir hier. Und da unten genau andersrum, wenn er schwarz ist, wird er das nächste Mal weiß. Und hier dann nochmal, wenn er weiß ist, addiere ich 1 zur Richtung, zur Direction. Und wenn er schwarz ist, ziehe ich 1 ab. Hier checke ich dann, ob die Bewegung minus 1 ist oder plus 4, weil dann ist es quasi, es gibt 4 Richtungen, demnach muss ich dann bei minus 1 oder plus 4 wieder auf 0 bzw. 3 umschalten, weil ich ja nur die 4 Richtungen habe. Und hier vorne tue ich dann entsprechend der Richtung, also bei Direction 1 gehe ich 1 in die Richtung, bei Direction 3 gehe ich minus 1 in die Richtung und so weiter und so fort. Also die 4 Blöcke teleportieren dann den Slime. Und vor dem Teleportieren tue ich hier quasi noch, je nachdem welche Farbe angesetzt ist, den Wollblock unten drunter quasi auf die jeweils andere Farbe setzen. Ja, das ist eigentlich alles. Und das hier vorne ist eigentlich nur der Zähler, wie viele Schritte man hat. So einfach geht's. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte, mal von Minecraft abgesehen, weil Minecraft dazu wahrscheinlich zu langsam ist, um da schöne Ergebnisse zu erzielen. Man kann das Ganze auch noch komplexer machen mit mehr als 2 Stadien, also mehr als schwarz und weiß. Zum Beispiel mit 4 Farben. Das heißt, bei Farbe 1 geht es links rum und macht Farbe 2 draus. Bei Farbe 2 geht es links rum und macht Farbe 3 draus. Bei Farbe 3 geht es rechts rum und macht Farbe 4 draus. Und bei Farbe 4 geht es wieder links rum und macht Farbe 1 draus. Und dadurch ergeben sich echt interessante verschiedene Muster. Allerdings immer erst nach einigen Tausenden, Hunderttausenden oder Millionen Bewegungen. Wir haben das Ganze mal mit einem anderen kleinen Programm nachvollzogen, das ich geschrieben habe, abseits von Minecraft. Vielleicht zeige ich da auch einen kurzen Ausschnitt draus. Das hier, diese Map, werdet ihr auf jeden Fall runterladen können und könnt dann eure eigene, das Ganze bei euch mal laufen lassen, ob es das gleiche Ergebnis liefert. Und wenn nicht, dann ist irgendwas mit eurem Computer nicht in Ordnung. Oder mit Minecraft, das ist natürlich die wahrscheinlichere Sache. Und hier kann man das Ganze einfach resetten, das heißt, alles wird weggelöscht, zumindest nicht in diesem alles. Bereich. Größer konnte ich den Bereich nicht machen. Und der Slime landet wieder genau in der Mitte. Lass mal noch schnell eine Manipulation einbauen. Dadurch, dass jetzt hier was ist, wird quasi nicht das passieren, was wir gesehen haben. Und es ist so, durch diese Bewegung folgt quasi die Ameise automatisch so einer schwarzen Linie. Ah, schau mal, hier hat sich auch wieder was Regelmäßiges gebildet dadurch. Es kann natürlich sein, dass wie ein Angelhaken durch bestimmte Anfangskombinationen auch Schleifen entstehen, wo die Ameise die ganze Zeit das Gleiche macht, ohne sich fortzubewegen, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber wahrscheinlich schon. Ist auf jeden Fall eine schöne Spielerei. Aber man kann zum Beispiel auch damit sinnvolle Logikoperationen durchführen, wenn man das passende Logikgatter quasi auf den Boden malt. Das ist ja lustig da hinten. Aber wir wollen das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, was wir ja sonst sehr gerne machen. Wie gesagt, ihr könnt es runterladen, könnt eure eigenen Muster ausprobieren und ansonsten freuen wir uns über jegliche Kommentare und auch neue Vorschläge zu neuen Projekten. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Servus. Ciao. Thank you.